Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress, der Subnautica-Version. Nein, Spaß, der Steam-Version. Ja, hier bildet sich halt langsam ein riesiger Wasserplompen. Wie sieht's weiter unten aus? Gucken wir doch einfach mal. Und währenddessen gucken wir auch mal, wie, was sich so oben in unserem Fort tut. So wie es aussieht, geht uns langsam wieder das Essen aus. Hä? Nur Prepared Meals haben wir. Zweihundertsechsundneunzig. Gut. Trinken haben wir auch genug gerade. Oh, deine Human Caravan is arrived. Können wir Tauschhandel mit denen machen? Oh. Oh, Sandstone. Sandstone Coffins. Wie praktisch. Gut. Dann erst einmal Goods to Depot. Bins. Also hauptsächlich hier finished good Bins, die nah sind. So. Okay, das sollte reichen. Und Broker requested a Depot. Und ja, wir wollten noch Särge aufstellen. Dazu schafft mir erstmal das hier raus. Und dann wird lustig, dass das unter Furniture steht. So. Gut. Unsere Population ist jetzt genau auf 100 gesunken. Oh, unser Fass und Beanstalk-Pie sieht auch langsam leer aus. Oh, und hier ist kein Dampstone mehr. Was mich freut. So, Diplomatie. Der ist much share. Bräuchten wir irgendwas? Milch? Nö. Bischmied brauchen wir auch keins. Sand und Glas auch nicht wirklich. Bucket, Tools. Nicht, dass ich gerade wüsste. Footwear würden sie was zahlen. Okay, hier ist doch Dampstone. Mist.
Ist aber kein Problem, wir schleifen das einfach. So, sind die Trader angekommen? Ja. Gut, dann gucken wir mal. Fleisch und Fisch würde ich denen wahrscheinlich alles abnehmen. Plans bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da kommen wir mittlerweile gut selber aus. Und Käse, ja. Ach, wisst ihr was? Ich nehme einfach alles, was ihr habt. So, dann haben wir wieder Vorräte. Und müssen jetzt. Mal Zeug reinwerfen. Da sind jede Menge Knochen. Sachen. Ja. So, Dogbone Amulets. Na, das nicht. So, Trader Loss immer noch. Okay. Und jetzt macht er langsam Profit. Also nur 18.000, das wird ein bisschen viel. 1.800 Profit lassen wir ihn machen, so. Trade. Very happy. Gut. Kein Broker. So. Gut, damit wäre das geklärt. Ja, und hier füllt sich wirklich alles langsam mit Wasser. Oh, wir haben wieder ein Kind. So, die Särge sind platziert. Das heißt, ich kann neue Tombs errichten.
So. Jetzt müssen wir ansehen, wir haben schon ziemlich viele Tote. Drei von den Särgen werden auch gleich schon wieder belegt werden. Schon ein bisschen unheimlich hier eine riesige Wasserformation zu haben. Fünf. Warte. So, ihr smooft erstmal das, soweit es geht. Dann gucken wir mal. Es werden vier hier, vier hier, vier hier. So. Muss gerade mal was gucken. Kann ich eine? Kann sie ja irgendwo ausprobieren. Ja, ich könnte eine. Brücke bauen. Okay. Ich plane hier jetzt gerade etwas. Das erkläre ich, welches ich geplant habe. Also das hier wäre der Grab. Also hier kommt ein Graben hin. Hier kommt dann unsere Plattform hin, wo der Schacht nach unten geht. Soweit so gut. Hier umrandet von der Mauer bis auf hier oben. Hier. Heißt, wir dürfen das hier nicht ausgraben. Sondern nur das so ausgraben. So, und sollten das Ganze eins stärker machen, dass wir ein bisschen Laufweg haben. Ja. Thank you.
Cool, auf der Seite ist kein Wasser. Das heißt, wenn wir Glück haben, ist der Aquifer hier nicht so groß oder der Aquifer oder wie man es auch immer ausspricht. Wer hat jetzt wieder? Der X-Bow-Leader wirft wieder ein Tantrum. Okay, der ist immer noch am Kämpfen. Wo ist denn mein X-Bow-Leader? Oder ist er jetzt tot? Nö. Starting a Fistfight. Okay. Ghostly Dwarven Child has been put to rest. Okay. Haben wir jetzt ein Ghostly Dwarven Child hier rumheizen? Ich finde es halt echt komisch, dass die nichts sauber machen wollen. Sag mal, Shale, war Shale sowas gut? Kalk wird gebraucht, um
Steelbars und so zu machen, aber wir haben ja genug Schalk. Das heißt, Shale ist hier irgendwo, oder? Ja, Shale ist hier. Okay, ist ein Adderstone.